Ich überlege gerade, ob wir nicht vielleicht doch zumindest ein bisschen anfangen, die Orks wegzumetzeln. Dir werde ich helfen! Ich glaube, die Sache hat sich gerade von allein beantwortet. Zumindest die ersten müssen wir jetzt schon mal... Nein, was tust du denn? Ist es denn zu fassen? Greift der Mord an? Nee. So, den weg. Jetzt noch den dritten. Ist nur Notwehr. Die haben mich zuerst angegriffen. Na klar, sein schneller Schlag ist schneller als mein schneller Schlag. Ist doch logisch, oder? Nein, Mord! Lass es doch mal! Dieser Typ! Voll aggro, ey! Geht auf alles los, was mir in die Quere kommt. So. Ich gehe einfach mal dazwischen und schnapp mir einen. Die restlichen Wölfe können sich ruhig mit Mord in der Gegend rumtummeln. Können sich da ruhig die Zeit vertreiben und ein bisschen spielen mit dem Kleinen. So. Irgendwie bin ich immer schneller als die anderen, ich weiß auch nicht. Um dich ist es nicht schade. Ich habe keine Ahnung, was die hier veranstalten immer, aber ich bin immer schneller. So. So sieht's aus. Das nehmen wir auch mit. So, Mord, willst du mich noch irgendwo hinführen oder bleibst du jetzt einfach hier stehen? Der bleibt ja einfach stehen, okay. Ja. Was machen wir denn da? Ich weiß auch nicht. Ich glaube, wir müssen nicht hier lang, wo ich jetzt gerade hingucke, oder? Ich glaube, ich muss den anderen Weg lang. Wollen wir... Ja, komm, ein bisschen, oder? Ja, hier geht's in Richtung Wolfsclan, wie es aussieht. Pass. Aha. Ich würde sagen, ein bisschen können wir ja mal prügeln. Erstmal Brotzeit einlegen. So. Also so ein paar Leute können wir ja mal niedermetzeln. Wir können ja auch mal in die Höhle gucken. Was ist das denn hier? Was ist denn hier los? Orkparade. Oder ist das der Eingang in die Mine? Dann ist es das sieht mir dann recht wahrscheinlich aus, oder? nee, ich glaube, ich gehe. Adieu. Mord, zeige mir, wo der Wolfsclan ist. Wo gehst du hin? Der Drecksack wäre jetzt einfach zurückgegangen, oder wie? Nee, ist einfach bloß hingegangen. Okay. Wolfsclan. Bring mich zum Wolfsclan. Bleib einfach hinter mir. Ja, bin dran. Folgemord zum Wolfsclan. Ich finde es schön, dass das immer gleich ganze Quests sind, die man hier durchführen muss. Das bringt dann immer wenigstens Erfahrungspunkte. So, schön den Berg hoch. Ich hoffe, es ist diesmal nicht ganz so weit. Wir sind ja im Prinzip schon auf halber Strecke, würde ich denken. Wir sind ja schon ganz in der Nähe vom... Wo bist du? Da. Da bist du. Ah, wir sind ja schon ganz in der Nähe vom Wolfsclan. Da kann ich mir nichts mehr in die Quere kommen. Scheiße. So. Mal fett dem Troll den Arsch polieren. Aber wir haben ja schon Trolle getötet, das ist ja nichts Neues und die sind ja so langsam, wir sehen schon, das ist kein Ding, das kriegen wir hin. So sieht's aus. Ich hätte gern... Ah ja. Ich wollte gerade sagen, ich hätte ganz gern das Trollfell noch. Da haben wir es auch schon. So, und damit können wir auch weitergehen. So, Morty Boy. Yeah. Wolfsclan ist aber in die andere Richtung. Ihr habt's falsch rum auf den Boden gelegt, Freunde. Ihr Schweinehunde. So, oh Shane, beide mit einmal und ich sehe schon, da ist ein Goblin-Schaman, das ist nicht gut. Ich hoffe, dass Mord sich der Sache irgendwie mal mit annehmen kann. So. Okay. Ja, jetzt muss ich mal... Bist du der... Nee, das ist der schwarze Goblin. Wo ist denn der Schamane hin? Ach, der kümmert sich hinten um Mord. Sehr gut! Du bist sehr freundlich, Kollege. So, ich trinke mal was nebenbei. Ich klicke einfach weiter. Ich kann dich auch einhändig besiegen. Huch, wo kommst du denn her? So, Goblin hier rüber abgeschnitten. Und jetzt schnappen wir uns mal... Nee, den kannst du behalten da drüben. So, ich komm schon. Dem machst du's nicht. Wird niemand vermissen. Na klar, habe ich's dem gezeigt. Und na klar wird ihn niemand vermissen. Alter, das sind Säufer. Diese kleinen Viecher hier. Also, für die ist das ja relativ gesehen zur Körpergröße und Masse ein bisschen mehr als für uns. Da schleppt er drei Flaschen so in der Tasche mit sich rum, in der Arschritze. Für unterwegs, wenn es mal kalt wird oder so. Oder als Wegzerrung. Mache ich auch immer.
Ich habe auch immer 3-5 Liter Kanister Ethanol mit mir rumschleppen. So. Geht's weiter? Ja, sehr gut. Hier oben wächst man einfach mitten aus dem Schnee ein Eisenhalm raus. Sehr realistisch. So, beweg dich schneller. Und da ist auch schon das Holzfäller da. Mussten wir da... Warte mal, Mord. Ja, genau. Lass uns mal hier hingehen. Mussten wir hier nicht hin? Das kommt mir so bekannt vor. Holzfällerlager. Hat da nicht jemand was erzählt? Wo ist denn hier jemand, mit dem ich reden kann? Gibt's hier jemanden, mit dem ich reden kann? Hier ist der Vorsteher. Corwin, genau. Wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Ich mache mir Sorgen wegen der Spuren, die wir gefunden haben. Ja, das war irgendwie schon wieder sehr kurz angebunden. Was für Spuren habt ihr gefunden? Säbelzähne. Sogar ziemlich große, wie es scheint. Gehst du ins Dorf? Ich habe nach Bogia geschickt. Aber er kommt nicht. Jemand muss sich um die Biester kümmern. Ja, machen wir. Ich werde mich drum kümmern. Ist mir recht. Egal, wer die Tiere erlegt. Hauptsache, wir können uns wieder komplett auf die Arbeit konzentrieren. Gut. Wo habt ihr die Spuren gefunden? Hier, den Hügel hoch. Nicht weit von unserem Lager. Sei vorsichtig. Ein ausgewachsener Säbelzahn ist kein Kinderspiel. Ja, ja, kriegen wir hin. Ich fände auch geil, wir haben den noch nie gesehen. Sagen, wie geht's? Und ja, gleich, ich mache mir Sorgen um die Spur. Also, die Leute hier im Norden, die sind ein bisschen komisch. Eventuell könnte man das als sozial inkompetent bezeichnen, aber naja. So. Sowas von Etikette, Begrüßung oder so, haben sie auch noch nichts gehört. Oder gepflegte Konversationen. Und hier steht mal mitten im Busch ein Ork rum. Wie sollte es auch anders sein? Der gemeine, freilebende Ork, der steht im Busch und greift einfach mal an. So, natürlich lassen wir mal wieder nichts liegen. Wir lassen nichts verkommen. Das bringt alles Geld, gerade die Schwerter. Wenn man davon hier so 30 Stück hat, dann ist das schon mal ein bisschen was noch. Dann hast du noch mal ein paar tausend mehr. Ne? Oder auch die Kruschwarok. Das ist alles wunderbar. So, jetzt muss ich bloß Mord wiederfinden. Da ist er. Ja, da oben geht's zum Wolfsclan. Ich hätte bloß ganz gern gewusst, wo jetzt die Säbelzähne sind. Das wäre eigentlich ganz cool gewesen mit Mord an meiner Seite. Aber gut, dann soll es halt nicht sein. Ist auch okay. Jo, das ist er, der Wolfsclan. Ach, die Kriegerin? Du solltest jetzt gehen. Das haben sie... Kann es sein, dass das mit dem Patch gemacht wurde? Mit irgendeinem Patch? Ich glaube nicht, dass es hier Kriegerinnen gab, aber finde ich gut gemacht. Wir kriegen beide noch Ärger. Schrecklich, dass sie diese Dingens gelassen haben, aber naja. Dieser Golem ist übrigens... Halt! Keinen Schritt weiter! Ja, okay. Sonst haut dir mein großer Freund was auf die Mütze. Ich wollte gerade sagen, dieser Golem ist nicht bösartig, der ist gut, der ist der Beschützer von diesem Ort hier. Aber das erzählt Garrick uns ja von alleine. Warum hältst du mich auf? Ich passe auf, dass keine Orks ins Lager kommen. Sehe ich aus wie ein Ork? Schon gut. Wollte nur ein bisschen Eindruck machen. Man hat ja nicht immer so einen großen Kollegen an der Seite. Schlaufuchs. Was hat der Golem hier zu suchen? Verstärkung für den Clan. Wir haben ein Geschäft mit einem Magier gemacht. Seit die Orks sich hier überall breit machen, kann man nicht vorsichtig genug sein. Wir haben noch einen davon, oben im Dorf. Ein Geschäft mit einem Magier? Welchen Magier? Der Typ ist plötzlich hier aufgetaucht. Hatte so eine schwarze Robe an. Sonst noch was? Ja, seine Augen. Er war blind und schien trotzdem zu sehen. Ich bin froh, dass er wieder weg ist. Und dass er uns die Dinger dagelassen hat. Und damit haben wir einen Hinweis darauf, dass Xardas hier ist. Xardas war hier? Heißt er so? Kann sein. Ich halte mich lieber fern von Magiern. Bei denen weiß man nie. Rede mal mit Grimm. Er hat mit ihm gesprochen. Und wir stellen fest, Xardas ist zwar der Avatar Belias und hat die Orks befehligt, aber, ist doch irgendwie komisch, dass er dem Wolfsclan hilft gegen die Orks und ihm hier die Viecher zur Seite stellt, oder? Das passt irgendwie nicht so ganz zusammen. Wer ist Grimm? Unser Anführer. Du findest ihn oben in seiner Hütte. Es ist die Große, ganz oben im Dorf. Was ist mit den Orks? Ach, die sind überall. Unsere Jäger können noch nicht mal allein jagen gehen. Zu gefährlich. Wir schicken nur noch große Trupps los. Schwer beschützt von Ork-Tötern. Pippis. Ja klar, dass wir nicht mehr so viel Beute machen wie früher. Braucht ihr Hilfe? Wenn du Felle hast, wird man sie dir im Dorf bestimmt gerne abnehmen.
Sonst noch was? Ich weiß nicht. Bogir ist irgendwie komisch. Total verschlossen. Und jagen geht er auch nicht mehr. Den schauen wir uns an. Wer ist Bogir? Er ist unser erfahrenster und bester Jäger. Aber zurzeit sitzt er den ganzen Tag vor seiner Hütte und grübelt. Vielleicht kannst du ihm helfen. Oh ja. Und Bogir ist nicht irgendein Jäger, aber das werden wir gleich sehen. Was ist mit dir? Brauchst du Hilfe? Ich? Nein, hier ist alles in Ordnung. Aber wenn du einen guten Schnaps hast, bin ich nicht abgeneigt. Na klar doch! Ich kann hier noch nicht mal ein Feuer anmachen, sonst schmilzt mir mein Golem weg. Hier kriegst du Gobbo-Schnaps. Hier ist dein Schnaps. Zeig her. Hier, guter, klarer Schnaps. Ach, danke, das tut gut. Und da gibt's schon die ersten zwei Rufpunkte im Wolfsclan dafür, dass wir Schnaps verteilt haben. Und glaubt er wirklich, dass er den Golem klein kriegt, wenn er ein Feuerchen in der Nähe macht? Ich glaube nicht. Aber er kann ja dem Trugschluss unterliegen, wenn er unbedingt in der Kälte rumstehen will, von mir aus. So, und damit werden wir nun erstmal, ich glaube, das wird auch der erste sein, den wir antreffen mit Namen hier. So, wir sind beim Wolfsclan. Ja, ist richtig. Ihre Hilfe können wir gut gebrauchen. Sie haben die besten Bogenschützen. Schön, dafür gibt's sogar Ruf in Nordmar-Punkte direkt. Wow. So, mit Gunnar reden wir gleich. Wir schauen uns erstmal Bogir an. Der sitzt nämlich hier oben am Feuer und ist still und verschlossen. Und wenn wir seine Robe sehen, dann wissen wir auch schon, zu welcher Gruppe er gehört. Was willst du? Lass mich allein. Was ist los mit dir? Ich bin alt und müde. Ich spüre, dass er gekommen ist. Geht's ein bisschen genauer? Es ist Zeit für die letzte Jagd. Wenn er so weitermacht, wird das... Letzte Jagd? Was meinst du damit? Meine Zeit ist abgelaufen. Ich werde bald sterben. Warum solltest du? Ich bin Druide und Jäger. Am besten du Ich spüre es. Ich kenne die Anspannung während der Pirsch. Und das berauschende Gefühl, wenn die Beute gestellt ist. Aber jetzt bin ich satt und müde. Die Pirsch ist anstrengend und der Sieg schmeckt schal. Es ist vorbei. Andere sind schneller, stärker und hungriger als ich. Es ist der Lauf der Natur. Die Alten und Schwachen werden gefressen. Du stehst auf diese Jagdgeschichte, oder? Das verstehst du nicht. Ich habe den weißen Hetzer besiegt. Seitdem bin ich kein einfacher Jäger mehr. Ein Teil von mir ist Wolf. Er hat mich zu dem gemacht, was ich bin. Ja, und der Hetzer, kann ich an der Stelle vielleicht mal so einen kleinen Exkurs machen. Der Hetzer, der hat es auch bei uns ins Rollenspiel geschafft. Und zwar im Prinzip die Mutter der Druiden ist, also die Mutter der Druiden ist eigentlich ein Kerl. Und das ist, ich glaube, ich habe schon mal ihn erwähnt, irgendwann am Anfang mal, das ist Onlu, der ist einer von unseren Schreibern und der hat quasi auf seinem Mist gewachsen, ist quasi diese gesamte Druidenwelt, also dann mit anderen zusammen natürlich, aber ich würde sagen, er ist so die Mutti des Ganzen. Und sein Charakter hat sich mit dem Hetzer verbündet sozusagen, also die sind auch irgendwie so einen Bund eingegangen, ein Seelenband. Der Hetzer ist dort ein Wolfsgeist, wie er es auch hier sein. Naja, hier ist es nicht so wirklich, aber bei uns ist der Hetzer ein Wolfsgeist, ein Naturfürst und Onlu ist der Druide, der sozusagen ihn vertritt in der wirklichen Welt und beschützt seinen Stein und das habe ich ja schon mal alles, glaube ich, erwähnt. Will ich jetzt auch gar nicht so viele Worte drüber verlieren, weil ich gar nicht daran gedacht habe, dass Bogir hier rumsitzt. Habe ich auch, glaube ich, alles schon mal mit erzählt, irgendwann am Anfang, als ich noch in Mirtana war. Deswegen lassen wir das Ganze mal außen vor und wir machen einfach weiter mit Bogir. Du bist also ein Wolf. Das musst du mir erklären. Es gibt viele Namen für Menschen wie mich. Die meisten nennen uns Druiden. Aber kein Name kann erfassen, was es bedeutet, ein Teil des Tieres zu sein. Du weißt nicht, was es bedeutet, als Wolf durch die Wälder zu streifen und das Blut deiner Beute zu riechen. Alles ist einfach. Es gibt nur dich und deine Beute. Du kannst dich in einen Wolf verwandeln? Ja, der Sieg über den Hetzer hat mich verändert. Ich bin Träger des Wolfsteins. Er verleiht mir meine Fähigkeiten. Kann ich mit dir handeln? Geh zu Rune, dem Proviantmeister. Er wird sich um deine Wünsche kümmern.
Zu Rune müssen wir sowieso. Wir müssen nämlich noch Fälle von ihm einkassieren. Kannst du mir was beibringen? Ja, ich weiß alles über die Jagd, was es zu wissen gibt. Wunderbar. Wir wollen ja aber eigentlich gar nicht. Hier haben wir noch, wir könnten lernen, die Kälte zu ertragen. Ist es aber gar nicht so wichtig. Das finde ich ganz interessant. Der unermüdliche Läufer. Ich glaube, der wäre was für uns. Ich glaube, den mache ich mal. Mach mich zum unermüdlichen Läufer. Atmung ist das Wichtigste. Atmest du falsch, bist du schnell aus der Puste. Atme gleichmäßig und saug die Luft tief in deine Lunge. Dann wirst du immer welche haben, wenn du sie brauchst. Und das Allerwichtigste, gerate niemals in Panik. Kennt ihr das, wenn ihr irgendwas übers Atmen hört oder lest oder wenn jemand mit euch übers Atmen redet, dass ihr dann automatisch aufhört, automatisch zu atmen? Also normalerweise atmet man ja unbewusst. Und dieses unbewusste Atmen hört bei mir immer genau in dem Moment auf, wenn ich drüber nachdenke, übers Atmen. Und dann muss ich immer bewusst atmen. Das finde ich schrecklich. Das ist total nervig. Egal. Machen wir weiter. Was ist das für ein Stein? Er ist mein Erbe. Bevor ich aufbreche, um in den Wäldern zu sterben, werde ich ihn an meine Nachfolger übergeben. Dann ist alles getan, was getan werden muss. Wie bekomme ich den Stein? Töte den Hetzer und du wirst mein Nachfolger, der neue Hüter. Finde ich geil, er hat nur von irgendeinem Nachfolger geredet, unterhält gleich so ganz protzig, wie er immer ist, so mit totalem Selbstverständnis. Ist meiner, wie bekomme ich den? Finde ich gut. Ich werde den Hetzer töten. Viel Glück, sei vorsichtig, sonst wirst du schneller zur Beute, als dir lieb ist. Wo finde ich den Hetzer? Ich spüre, dass er noch weit entfernt ist. Weit, im Norden. Wenn du würdig bist, wirst du ihm begegnen. Na spitze, heißt übersetzt, wir dürfen suchen gehen. Naja. Warum gehst du nicht? Ich warte. Auf wen? Auf meinen Nachfolger. Er ist noch nicht gekommen. Wer ist dein Nachfolger? Der, der den weißen Hetzer tötet. Ja, wie wir gerade bereits hatten, aber naja, lassen wir nochmal. Egal. Wer in drei Götternamen ist der weiße Hetzer? Er ist ein Wolf. Größer, stärker und schlauer als ein normaler Wolf. Der unbeirrbare Jäger. Er kommt, weil es Zeit ist, einen neuen Hüter des Wolfsteins zu suchen. Okay, damit haben wir jetzt eigentlich... Nee, das machen wir nicht. Wir töten Bogia nicht dafür. Nein. Wir sind nicht böse.